wir waren im Wohnzimmer gesessen und es hat auf einmal einen Riesenschlag gemacht. Also es war sehr laut und sehr eich und ich habe mir nur gedacht, hoffentlich nicht das Haus. Und als ich zum Fenster rausgeschaut habe, habe ich gesehen, dass es doch das Haus war. Ja, der ist nach Navigationssystem gefahren und ist halt die Straße herunter, wollte runterfahren und er ist halt gerutscht. Und dann hat er sich quergestellt. Wir haben jetzt erstmal geschaut, dass das Glatteis ein bisschen wegkommt. Überall mit Salz gestreut und dann geschaut, ob der LKW-Fahrer irgendwas hat. Ich denke mal, er war ziemlich fertig mit den Nerven. Keine besonders schöne Situation für ihn. Keine Ahnung, was einem durch den Kopf geht. Das ist eine Automatisierung von Handlungen. Wir haben jetzt erstmal geschaut, dass nichts nicht noch mehr passiert. Sie